So, das sind die Schlauchschellen aus Niro. Die sind echt vernünftig gemacht. Jo, hier hinten entweder mit einem Sechskant, wenn man ein bisschen mehr Kraft machen will, oder einfach mit einem Schraubenzieher. Das übliche Spiel mit so einer Schnecke, das ist an der Schraube angebracht, zieht man sie zusammen oder dreht sie halt auf. Klemmbereich von 32 bis 50, meistens geht noch einen Tacken mehr. Also ist das angegeben, habe ich jetzt auch nicht getestet. Von den Maßen her, die Breite hier, das hat 9 mm oder 9,1. Materialstärke, das ist so ein bisschen angedrückt. 0, weil das hier so ein bisschen angeprägt ist, ist das dünner. Ich denke, das ist 0,5er Blech, das ist aber okay. Ja, die Schraube ist auch Niro. Das wird nämlich manchmal gerne gemacht, dass da eine Verzinkung drin ist. Dann gammelt der Kram. Das tut es hier nicht. Die sind vernünftig. Da gibt es nichts zu meckern. Die sind okay. Die kann man so kaufen.